Hä, da steht gar keiner vor der Tür. Oh, doch. Klar steht ja einer vor der Tür. Jo, haben wir nochmal was? Da vorne schreit nochmal jemand. Der möchte bitte gerne aus dem Kinderparadies abgeholt werden, der Kleine. Ich weiß nicht, wie er heißt, ne? Nein! Jetzt. Ja, nicht so schreien, alles wird gut. Mami holt dich aus dem Kinderparadies ab. Ist doch schön hier, oder? So, die sind weg, eigentlich. Sollten. Wir müssen mal vorsichtig um das Gebäude stratzen. Bist du einer, du bist ein Müllsack, okay. Ich glaube, für Trevor kommt das fast das Gleiche raus, aber hey. Ist denn da jemand? Da ist mal vorsichtig reinschauen, da ist echt keiner. Wenn wir es von der Seite kommen, ist das so eigentlich ganz schön, oder? Ich glaube, das hat Vorteile. Erschreck mich nicht so! Einmal hier auf. Erstmal reingucken vielleicht. Alle weg, oder? Eigentlich sollten alle weg sein. 26 haben wir noch. Anzahl der Spezialfähigkeit ist voll. Ja. Hier sollten eigentlich viele schon weg sein. Wo müssen wir hin? Ah, wahrscheinlich nach unten, oder? Ah. Gut, für den Fall, dass wir das bräuchten, dann hatten wir hier ein Aufheilungsding. Das hat er sich schon gesnackt. Okay. Die Frage ist, wie kommen wir runter in den Keller? Vor allem wo? Bist du im Kellergang? Denn hier drin haben wir... Oh. Warte mal, durch den Raum komme ich, indem ich da langlaufe. Ich bin noch gar nicht unten. Don't come any closer, all right? You win. You can have the contract. We ain't got the ambition, man. So. Bloppt noch jemand da? Ah, wir sind hier. Super. Drücke E. Benzin, halte. Okay, lege eine Benzinspur nach draußen. So. You asked for this, assholes. Hier lang und da hoch. Gut, dann gehe ich einfach mal da entlang. Ach, das sieht aber knuffig aus mit dem Ding. Also wenn das nicht so böse wäre, was wir hier machen, dann wäre das eigentlich voll knuffig irgendwie. Ich habe die ganz vielen kleinen Raupenpunkte auf dem Radar. Da ist noch ein Kit, aber das brauchen wir natürlich nicht. Warum denn auch? Ich meine, ich habe voll den Skill und so. Also einmal da lang, dann da rechts am Tisch vorne vorbei. Natürlich vorne am Tisch vorbei, weil alles andere... Ach, ich muss aber kurz aufs Klo... Nein, Quatsch. Ich muss aber hier aufs Klo, das plätschert gerade so, das ist nicht so toll. Das mit dem Plätschern Spiel, das ist echt gemein. Boah, es ist asozial, weil ich muss gerade wirklich, ich sollte irgendwie, naja gut. So, einmal hier bis da und dann einmal draufschießen, oder? Genau. Kennen wir ja schon. Und zwar mit irgendwas Popelige, mit sowas da, wo wir ein bisschen was verbrauchen können, ne? Ich sollte mich etwas zurückziehen. Okay, das Spiel macht eh eine Zwischensequenz. 3, 2, 1. Wunderbar. Sieht gut aus. Entkomme vom Farmhaus. Okay. Wie wir es einfach mit wegfahren? Was muss ich für entkomme vom Farmhaus machen? Ah, gar nichts. Gut, das ist beruhigend. Drogenhölle. So einmal hier am Stoppschild anhalten. Ganz wichtig natürlich. So einmal hier bestätigen. Wunderbar. Was haben wir jetzt eigentlich an schönen Mythiome? Da ist ja unser Hangar. Das ist klar. Und eigentlich würde ich jetzt mal gerne nach Hause. So, da einmal hin. Aber eigentlich noch keine Mission starten. So, warte mal. Einmal hier lang vielleicht. Stellen wir uns mal da ganz kurz hin und dann benutze ich mal die sanitären Anlagen. Ne? Dann bin ich gleich wieder da, ne? Machen wir kurz Aufnahmepause. Ist voll die weltwichtige Information, gell? Aber das mit dem Benzinkanister, der so geplätschert hat, das war schon gemein. Also das fand ich jetzt echt asozial vom Spiel, ne? Ist gerade diese Situation, dass es mich zur Eile drängt und das geht gar nicht, ne? Ist das echt eine Unverschämtheit. So. Hier immer überholen. Okay, gut. Ich glaube, ich
habe jetzt nicht so das gepanzerte Auto. Ich sollte mich etwas vorsichtiger betragen hier. Heißt, wir gehen einmal vorsichtig nach da und dann können wir sogar vielleicht teilweise mal eine Nicht-Hauptmission spielen irgendwann. Ich glaube, ich stelle mich mal ganz kurz hier an eine Tanke, ne? Ich stelle mir ganz kurz hier eine Tanke und dann sehen wir uns einfach gleich wieder. Also, tschüss! So, und dann sind wir auch schon wieder zurück hier beim Let's Play von GTA 5. So, wir fahren hier gerade mal... Oh, ja, genau. Würde ich sagen, einmal zurück hier ganz kurz zu unserem Haus, zur Hauptmission. Was wir denn da so Schönes haben. So, einmal hier vielleicht direkt vom Haus parken für die ganz Faulen. Und da ist Licht. Warum ist Licht bei uns? Das verstehe ich nicht so ganz. Hat jemand das... Get back here! You're not even hidden! Have you got it? I've been trying, Trevor. I've been trying. Come on over here, all right? I ain't gonna hit you. I've been trying. I know, I know. I thought you said you wasn't gonna hit me. I thought you said you were gonna find fucking Michael Townley. There's two Michael Townleys living in L.S. One is 83 and the other one is at kindergarten. I asked the teacher to put him on the phone just to be safe, but she threatened to call the cops. I ain't no molester, Trevor. Shut up before I molest you, all right? Now, is there anything else? I looked through the phone directory. I did find a Michael DeSanta, about the right age, married with two kids. What's his wife's name? Amanda. Amanda. Yeah. You're a genius, you moron. Come on, come here. Woo! Don't you ever not tell me things I want to know. Sorry, Trevor. Run, you little bastard. Get out here. We're going to Los Santos. Are we? Not you, me and Wade. What about me? You're CEO of Trevor Phillips Enterprises. Find us some business so that we can make some money and tidy my shit up. Let's go, wait, come on. I'm driving. You can jerk me off if I get bored. I'm joking. You can suck me off. Are we gonna stop for ice cream? Begib dich zum Wohnwagenpark. Soon. I gotta make a stop. Achso, ich würde vielleicht mit dem großen Auto fahren und nicht mit dem kleinen, so einfach vom Gefühl her. We taking this one? Get in! Where are your people at in Los Santos? It's just my cousin there, Floyd. He's bunked in with his girlfriend someplace called Vespucci Beach. So, what's your stop? Family's important, Wade. Not as important as the man that's employed you, mentored you, and fed you amphetamines this last year, but it's important. We gotta pay this cousin a visit. I ain't seen him in a while, Trevor. All the more reason to drop by. Okay, that might be nice, but where are we stopping on the way? Cause, you know, I'm getting kind of wet over here. For fuck's sakes! Another chapter of the Lost descended on this fine town. Looking to mourn and maybe revenge their dead. I was thinking me and you could pay our respects. Trevor, I don't think we'd be welcome there. I mean, wasn't you the one to, well, send them on their way to begin with? Ihr könnt schon gerne weiterreden, Leute. Ihr könnt gerne weiterreden. Ich habe euch nicht unterbrochen durch meinen Fahrstil. Gut, wir wollen nicht mal weiter quatschen. Dann mache ich das mal ganz kurz. Es ist sehr dunkel hier. Ich sehe fast nichts. Es ist unglaublich dunkel hier gerade. Vor allem, ich frage mich, wo wir hinfahren. Man sieht sehr wenig. Ich wäre erfreut, wenn wir etwas mehr sehen würden. Aber hey. Was willst du machen? Dann munkeln wir einfach durchs Dunkle und dann passt das. Platziere die Haftbomben am Wohnwagen. Haftbombe da. Ich weiß noch nicht, wo ich die platzieren soll. Wow, da ist jetzt eine. Ich sehe halt nichts.
Ich sehe absolut nichts. Das ist echt nicht so toll. Sieht der uns jetzt oder was? Kann ich auch fahren? Ich würde gerne ein paar Meter fahren. Wir machen gar nicht. Das wollte ich eigentlich nicht. Gut, das hat nicht so funktioniert. Ich glaube, wir müssen das nächste Mal eben ein bisschen vorsichtiger vorgehen oder einfach da stehen bleiben, wo wir sind. Aber es ist so dunkel. Nehmen wir den Typen einfach erstmal ganz kurz. Hä, warum habe ich eigentlich meine Sniper nicht mehr? Warum habe ich eigentlich meine Sniper nicht mehr? Okay, das macht auch keinen wirklich großen Sinn. So, also einmal da. Dann einmal da. Vielleicht. Da haben wir es schon. Oh, es wird problematisch gerade. Ja. Ich glaube, wir müssen das irgendwie im Leisen erledigen. Die Frage ist halt, wie wir das tun. Ich wollte dort gerade nicht wirklich weiter. Also wir nehmen auf jeden Fall. Also die beiden Wohnwagen, also der eine Wohnwagen links. Einmal hier und dann einmal da vorne. Nein, den da. So. Gehen wir mal nach da vorne. Ich sehe nichts. Da einmal da dran. Ach Mann. Ich weiß noch nicht, wo ich die dagegen dingsen soll. Mann, und warum ist es viel zu dunkel? Ach so. There you go. That's the spot. So, und dann einmal. Nothing like some firearms or party. Warum erregen wir jetzt eigentlich keine Aufmerksamkeit? Einmal hier und dann nach vorne einmal rechts noch, ne? So, sie haben ihr Ziel erreicht. Jo, hat doch halbwegs geklappt. Autsch. Müsst ihr das eigentlich abhauen oder so? Ja, sieht gut aus. Wenn auch mit ein bisschen Anhang im Hintergrund, aber hey. Okay. Ich wollte mich nur ein bisschen tarnen. Ich glaube, wir sterben hier, oder? Ach, Manu. Puh. Wade ist tot. Warum erstickt der auch? Ach, Manu. Die Frage ist, wo wir jetzt neu anfangen müssen. Also einfach bloß fahren, oder? Aber es ist unglaublich dunkel. Kann ich einmal ein bisschen jemand das Spiel heller drehen? Man sieht absolut nichts. Wirklich nichts. Und warum lädt das gerade so lang? Ach, Manu. Das ist unglaublich deprimierend. Hiyo? Ah. Jetzt verfolgt uns auch keiner mehr. Das ist gut, so. Können wir eigentlich kurz nach Hause? Nein, wir können nicht kurz nach Hause fahren, um kurz schlafen. Now you're starting to grasp the pertinent questions. Who is this guy using my dead friend's tired-ass movie quotes? With my dead friend's alias? And my dead friend's family? And a house that must have been paid for with my dead friend's stashed millions?
Wow, that's a real mindfuck. Yeah, I'll show you a fucking mindfuck. I'm gonna stick my boy in your eye. It's gonna come out of your ear, huh? I didn't mean anything by that, T. Trevor! Lube up your eye hole, fucker! Because I'm gonna fuck your tiny mind, huh? I'm about ready to turn you into roadkill! Please, don't turn me into anything! I just wanna be way. So, das Problem ist, wir haben ja das Todes-Aquaplaning hier. You keep this up, you're not gonna get there at all. Can you tell me a story? No, Wade. Let's play a game then. You know animal, mineral, or vegetable? I'll go first. I'm nanotechnology. You're what? Ooh, damn it. I gave it away. I wasn't supposed to say what I am. I'll start again. Animal, vegetable, or mineral? Hey, how about this? I'll tell you a story, if you promise never to speak again. I like stories. Of course you do. This story's about a boy called Trisha. Is Trisha a boy's name? It doesn't matter. Sounds weird. He was weird. He was the smartest, toughest, weirdest kid in Canada. Well, in the Canadian border region of America. Okay. This boy, he had all the talent, charisma, and guile that a boy could have, but he didn't know what to do with it. He should become a baseball player. No, he shouldn't, because he's not a fucking sellout idiot. Or hockey player. He did for a while, but his coach accidentally had a stick jammed up his ass. What could he do? I'll tell you in a second, okay? Just let me concentrate on the road. That's it. That giant sprawl, Los Santos. Oh, this is it. Ja, Tatsache, das ist Los Santos, hast du gut gemerkt. Los Santos. I guess it is. I always wanted to come here. But you got stuck in the desert. It's still San Andreas. Best part of the state.